So Leute, da sind wir beim nächsten Video. Dieses Mal zeige ich euch etwas, was ich euch schon gezeigt habe. Und zwar die Return to Earthboulder. Und zwar habe ich euch die schon gezeigt in Orange und in Weiß. Und Ultimate Guard hat jetzt neue Farben, und zwar Grün und Rot. Diese beiden Boxen wurden mir von Ultimate Guard zur Verfügung gestellt, damit ich euch die zeigen kann, damit ich damit ein bisschen das rumtesten kann. Und das werde ich auch tun und werde die auch auf Herz und Niere prüfen. Das sind 100er Plus Boulder. Ich wünsche mir immer noch 80er Plus Boulder, aber das werde ich wahrscheinlich ein bisschen drauf warten müssen. Ja. Sehr, sehr cool. Sehr, sehr Ding. Wenn ihr eine komplette Review darüber sehen wollt, habt ihr da oben die Möglichkeit. Da habe ich dann schon die orangenen und weißen mal getestet. Die habe ich auch richtig ausführlich getestet. Hier werde ich nur mal kurz ein Review und ein, ich zeige euch mal, wie die Boxen aussehen und so weiter machen. Ansonsten gucke ich mal, ob die Qualität gleich ist. Ich hoffe ja schon. Hier haben wir immer noch dieses wunderschöne Graspapier. 97% Renewable Materials für die Leute, die es nicht wussten. 100% recycelbare Materialien und nur mit grüner Energie. Ja, für all die es nicht wüssten, warum die Dinger Return to Earth heißen. Das ist genau der Grund. Gucken wir uns mal an. Schönes Graspapier und, ach ja, stimmt, da war ja was. Die geben einen wunderschönen so einen verbrannten Holzgeruch ab. Die ersten paar Mal. Nach dem letzten Review haben mich einige Sachen erreicht, die ich hier in diesem Review euch erzählen möchte und noch kurz zeigen möchte. Wir gehen einmal über die beiden Boxen drüber, nachdem ich sie aufgemacht habe. Und hier auch Papiergras und die Rodebox. Und auch hier, ach, wunderschön, guter Geruch, riecht lecker. So, Sache, die mir nachgetragen wurde, war, die mir jetzt auch hier bei diesen Bouldern sehr, sehr krass auffällt. Seht ihr, wie diese Boxen ein X nach innen machen? Das wurde an mich herangetragen, dass die das machen. Gerade die inneren Boxen machen das ganz gerne. Ist jetzt bisher mir noch nie aufgefallen, dass das ein Problem ist. Ich kann ja mal gerade ganz, ganz kurz 100 Karten nehmen, hier zum Beispiel, und kann die mal da reinfitten. Ihr seht, das ist eng. Das wird wirklich eng. Aber es geht. Aber es geht. Und wenn ihr dann mal schaut, wie viel Platz seitlich da dran ist, dann macht diese kleine Einkerbung nach innen nichts aus. Sie drückt nicht gegen die Karten, sie kommt nicht dran, sie ist weiterhin stabil. Das passt, das hält. Also das ist kein Manko wirklich. Aber wie ihr hier auch seht, bei den Grünen ist das genau dasselbe. Noch hier sind sogar die Außen so ein bisschen. Das kommt halt durch die Produktion, durch das Klebematerial und so weiter und so fort. Genauso wie hier oben. Gerade zusammenschätzen. Hier oben diese unreinen Stellen, die man hier an diesem Punkt hat, die ich das letzte Mal angesprochen habe, auch die kommen durch den Spritzguss, wo das reingespritzt wird. Und ja, ich finde, das Grüne sieht richtig schön aus. Das ist ein richtig schönes Grün. Ist richtig schön Sandgrün drin. Und das Rote ist absolut knatscherot. Wirklich der Hammer. Mit so einem richtig abgenutzten Look, was mir sehr, sehr cool gefällt. Kommt halt durchs Material. Und hier sieht man auch die Stelle, wenn ich mal Licht reinkriege, wo das eingespritzt wird, ein bisschen besser. Ich finde die wirklich hübsch. Ich finde die wirklich hübsch. Und ihr werdet davon auch noch ein paar Bilder in nächster Zeit mal sehen. Ich werde davon auf jeden Fall ein paar Bilder schießen, die ich über die nächste Zeit dann mal online stellen werde. Und ja, Return to Earth Boulder finde ich immer noch der Wahnsinn. Ich finde die Idee cool. Ich finde die Umgangsweise von Ultimate Guard damit einfach cool. Ich hoffe, irgendwann gibt es die 80er Boulder. Und ja, Hammer. Ich mag die. Sie fühlen sich richtig gut an. Sie sind stabil. Es sind gute Boulder. Ich benutze den grauen, den ich habe, ohne Ende immer noch. Und der ist noch nicht kaputt gegangen. Nichts, nur weil da Return to Earth drauf steht, heißt es nicht, dass es ein schlechter Boulder ist, sondern es ist eigentlich ein ziemlich guter Boulder, der halt wirklich, wirklich schönes Material hat. Und ja, dementsprechend würde ich jetzt sagen, wenn ihr so lange ein Video durchgeguckt habt und nicht nur kurz die Farben sehen wolltet, sondern auch ein bisschen das, was ich dazu zu sagen habe, ihr könnt mir mal in die Kommentare schreiben, welche von den beiden Farben ihr cooler findet. Rot oder Grün. Und ich werde mir nach einer Woche eine Person aus den Kommentaren rauspicken, die entweder rot oder grün geschrieben hat.
Und ihr könnt natürlich auch gerne beschreiben, warum ihr rot oder grün oder ich finde den roten grüner, weil, oder roten grüner. Ich finde den roten schöner, weil, werde ich mir einen rauspicken und der kriegt einen dieser Return to Earth Boiler zugeschickt. Als Gewinnspiel. Hier nochmal kurz die Einblendung mit Bedingungen zu und so fort. Und dann würde ich sagen, danke an Ultimate Guard fürs Zuschicken. Danke an Ultimate Guard für diese Boulder, dass ihr das überhaupt macht. Das ist Wahnsinn. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Nablaxate. Ciao, ciao.